So, dann mache ich ja noch eine Fackel hin. Eine ganze Gravel, den kann ich nicht gebrauchen. Oh, Eisenbahn, cool. Ist ja mal geil. Kies kann raus. Brauche ich nicht. Da, Erde noch. Oh, cooles Versteck hier zum Fackeln bauen. Aber ich will auch ein bisschen Einsicht haben. So, dann machen wir das hier. Und so. So, wo kam ich jetzt her eigentlich? Glaube ich... Ach nee, ich kam ja von hier unten, genau. So, komm, da gehe ich jetzt auch wieder zurück. Hier haben wir alles erkundet, okay. Wo ging es dann lang? Hier nicht. Dann waren wir hier. Und wo kamen wir hierher? Und wieso ist das hier... Ach, da ist wahrscheinlich eine Fledermaus draufgeflogen oder sowas. Da werden die mal aktiviert, die Redstone-Blöcke. So, ich werde in den Smaragd. Und das war jetzt schon der 13. Smaragd. Komm, den Gravel-Block setze ich mal hier. So. Dann gucken wir mal hier. Wo geht's denn hier lang? Sind wir hier reingegangen oder wo war das jetzt? Da hinten war noch was. Unerforscht. Oh. Da haben wir ja mal wieder einen größeren Lavapool. Da gucke ich auch nochmal gleich. Da eine Fackel rein. Gut. Hier eins. Ein kleines Treppchen hoch. So, da haben wir nichts mehr. Wo sind wir hier höher? 24. Und da ist das hier unten Lava. Na gut, ist ja. Muss ja so sein, Lava Höhe. Oder Lava Level. Keine Ahnung, wie man das nennen soll. Oh, das wollte ich nicht. Du kommst mit. So, ja, die... Ich wollte noch mal ganz kurz was sagen. Also die letzten Folgen, die waren ja ziemlich kurz, ne? Die gingen ja ganz genau mal 15 Minuten. Das war natürlich kein Zufall, sondern es war einfach nur, weil ich... Mit der Aufnahme exakt 2 Stunden ging. Exakt 2 Stunden, 2 Sekunden. Und hatte ich eigentlich noch nie sowas, ne? So genau, fast genau rund. Und deswegen waren die auch alle fast genau 15 Minuten lang, die Folgen. Eine war natürlich mal 15 Minuten 5, der andere war 14:57 oder so. Aber im Grunde 15 Minuten. Aber sonst war das ja mal nicht so. Da hatte ich mal 16, mal 14, was weiß ich. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder so sein. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass diese Aufnahme wieder ähnlich wird. Na, gucken wir mal. So. Aber mir gefällt die Folgenlänge 15 Minuten eigentlich ganz gut. Ist perfekt. Weil 10 Minuten ist ein bisschen zu wenig und 20 ist ein bisschen zu viel. Und 15 ist ja eigentlich auch die Standardlänge. Ist auch die Standardlänge, die man hochladen darf. Wenn man noch nicht hier auf YouTube dieses, wie heißt bestätigt, dass man nicht bestätigt hat, das Konto, dann kann man ja auch nur 15 Minuten hochladen, also Standardlänge. Obwohl das eigentlich immer ein bisschen blöd ist, eigentlich war 20 ein bisschen besser, falls man mal ein bisschen überzieht oder so. Naja, aber ich habe es ja zum Glück bestätigt, das Konto. Mit der Handynummer. So. Eimer. So,
So, hängt die Maus wieder ein bisschen. Ich guck da mal. Müssen wir mal gucken, was mit der Maus nicht so richtig, was da so schief läuft. So rum. Ist eh nichts mehr. So, sind wir schon Level 34. Und das erinnert mich jetzt schon wieder an was. Und zwar an früher Staffel 1. Was war, wo ich auf 1.3 geupdatet habe und in der Höhle war. Da habe ich gesagt, ach ja, da können wir uns jetzt auch leveln hier unten. Gell? Ach, das ist schon ewig her. Für mich. Für euch auch. Wo ging es denn jetzt zurück? Ich weiß es gar nicht mehr. Hinten ist auf jeden Fall noch was ich erkunden sollte. Dann gibt es auch noch ein paar Smaragde. Ich weiß nicht, war der das hier? Den ich übersehen hatte immer. Den ich die ganze Zeit schon vermisse und erwähne und von ihm spreche. Und hier ist endlich ein... Ach, hier ist ein Minenschacht. Na, da hör mir auf. Wir kommen nie wieder aus dieser Höhle raus. Zumindest nicht diese Aufnahme, die jetzt wahrscheinlich noch knapp 3 Stunden lang sein wird. Ach, das kann doch nicht wahr sein, ey. Jetzt bin ich ja an einer Mine angekommen, ey. Willst du mich verarschen? Schon wieder gleich so ein Schleim rumgloppelt. Das baue ich nicht ab, weil ich nur 2 unterschiedliche Holzsorten im Inventar habe. Da gehe ich halt erstmal hier lang. Ein bisschen. Und weiche den Zombies aus. Und in Staffel 3 war mir da eigentlich einmal eine Mine. Ich glaube nicht, ne? Warum nicht einmal eine Mine? Vielleicht als ich im Ende war oder so? Nee, eigentlich nicht. Kann mich nicht erinnern. Ach, ne, super. Dann herzlich willkommen in der Irrenanstalt. Sieht man hier schon, überall Creeper. Also mal jetzt auch da angekommen, wo wir hin wollten. Das kommt davon, wenn man doch zu lange erforscht die Höhlen. Naja. Ist nicht unbedingt immer ein Segen hier anzukommen. Obwohl wir auch Melonensamen finden können, aber die findet man, na gut, man findet es zwar in Dschungeln, aber Dschungel sind total selten. So, da war eine Hexe. Komm, bist doch dumm. Die war jetzt wirklich mal leicht. So, immer noch Extreme Hills Biom. Und weißt du noch, als ich damals in der Mine war und wo ich gedacht habe, es gibt diese Lagerräume, das hatte ich schon mal in Staffel 2 angesprochen, dass das Schwachsinn war. Die Folge hatte ich mir zufällig mal irgendwann angeguckt, wo ich das gesagt hatte. Aber wirklich mal, also das ist doch richtig dumm einfach gewesen, dass ich gedacht habe, hier, wenn ich mich hier da reingrabe, da kommt manchmal so ein Kistenlager. Und das kann ich auch nochmal genauer erklären, was das war, warum ich das gedacht habe, aber erst wenn ich gleich die Zombies hier getötet habe. Und zwar war das, als ich als ich Minecraft kennengelernt habe, da war ich mal bei so einem Kumpel, gell, der hat mir das gezeigt und alles. Und von dem kannte ich das und hatte da so eine Welt. Und in dieser Welt, da hat er, oh, ich kann mich noch so genau an die Welt erinnern, ob wir die jetzt schon 2,5 Jahre her ist oder so. Es war auf Version 1.0 oder Beta 1.8, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da war es wirklich so, ach, Creeper natürlich hier wieder, hat uns Stöcker beschert oder das andere Holz. Na gut, egal. So, da war es natürlich so, dass ich gedacht habe, dieses Lager von dem Typen, also von dem Kumpel, da hatte da so einen Keller oder so, und da hatte da nebenan so eine selbstgebaute Mine, und da dachte ich natürlich dann, da war irgendwie so eine selbstgebaute Mine und nebenan noch so eine normale Mine. Und da dachte ich natürlich dann, die Mine, das gehört zur Mine dazu, der Keller, gell? Er hat das irgendwie dann auch nicht richtig erklärt oder so, ich weiß es nicht genau. Weil ich da wirklich noch total Noob war, da wusste ich noch überhaupt nichts. Und da dachte ich natürlich dann ein halbes Jahr später immer noch, das ist dann auch noch so, so. Dann habe ich dann immer gesagt, ja, vielleicht finden wir mal dieses Lager oder so, dieses geheime Ding, ja. Oh, ey, das ist mir auch so peinlich. Oh, aber der Vollständigkeit halber habe ich die eben auch alle hochgeladen. Zumindest wenn ihr das Video seht, dann habe ich die alle hochgeladen. Wenn nicht, dann nicht. Oh, naja, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ich weiß noch, wie ich mich damals erinnert habe, wie ich damals gesagt habe. Das war dann später in diesem Alpha-Let's Play, wo ich mal ein paar Folgen in Minecraft Alpha gespielt habe. Oh, 9 Brote, super schon. Kürbiskannen lassen wir hier, die finden wir auch so oben. Hat man schon mal recht gesehen.
So, jetzt scheint die Sonne ja schon wieder auf dem Bildschirm. Es wird also wieder ein bisschen schwerer zu erkennen. So, auf jeden Fall, ich wollte noch sagen, ja, dann im Alpha Let's Play habe ich ja dann auch am Ende gesagt, ja, ich werde die Videos eh nie hochladen. Ja, wozu habe ich dann eigentlich gemacht, wenn ich sie nicht hochlade? Also es lässt sich ja verstehen, wenn ich ein Video produziere und das dann 2 Jahre später hochlade. Ist ja hier auch so. Aber, naja. Es war ein bisschen sinnlos, aber ich kann jetzt auch auf keine Kommentare eingehen. Weil ich denke mal, ich werde eh keine Kommentare sehen, weil kriegen, weil das hier will ja eh keiner mal sehen. Ich weiß nicht, wann das rauskommt. Ich denke mal 2015 irgendwann kommt das hier raus. Ja. Und das ist dann ein bisschen blöd. Kann ich nicht auf Kommentare antworten. Na gut, schriftlich schon, aber hier halt nicht in den Videos. So, haben wir da noch irgendwas? Habe ich da gerade Lapis mitgenommen? Ich war gerade so abwesend, so ein Erzählmodus. Wow! Ach, bin ich jetzt auf einmal total wow und dann nur 3 Blöcke runtergefallen. Na, wo hängst du wieder fest, hä? Bist du auch in den alten Trott reingeraten, hängst im Alltag fest, versuchst dich zu befreien, aber schaffst es nicht. Greift mich natürlich erstmal an. So. Die Sonne riecht mich auf hier schon wieder. Soll mal weggehen, die Alte. Na gut. Na gut, wenn wir die Sonne nicht hätten, würden wir nicht leben, ne? Na gut, da gäbe es wahrscheinlich den Planeten gar nicht, aber egal. Da wird da einfach nur so ein Klotz im All rumhängen. Rumhängen vor allem, weil da ja auch alles hängen kann. Man wäre da wahrscheinlich auch vor Meteoriten nicht geschützt und würde zerschießen, keine Ahnung. Zerschossen werden, meine ich, nicht zerschießen. So, hier haben wir einen Helikopterlandeplatz, in Anführungsstrichen, wie ich es früher mal genannt hatte. Und ich weiß auch warum. Weil ich hatte damals Gronks Folge gesehen. Und, na kommst du mal raus. Sag mal, du bist doch dumm. Gronks Folge, das war irgendwie Folge 700 irgendwas, die waren damals neu. Aber das war so geil. Da habe ich manchmal in neuen Folgen geguckt. Wenn man das heute so denkt, heute hat er ja pausiert zur Zeit, aber 1200 ist er schon irgendwie... Naja, hat sich schon alles sehr rasant entwickelt, alles. Alles vor allem. Und dann... Ach, hier wollte ich keine Fackeln bringen, egal. Und dann habe ich eben... Hat er mal so ein Haar irgendwie in der Erde eingeritzt gesehen. Da hat er das halt Helikopterlandeplatz genannt. Und da dachte ich, die nennen sich allgemein so. Und da habe ich das auch so genannt. Ja, immer erstmal von irgendwelchen Leuten das kopieren. Die Wörter. Da war es mir auch irgendwie damals voll peinlich, das Wort Sticky zu sagen, nur weil das Gronk auch sagt. Weil dann alle wieder schreiben würden, ich mach Gronk nach. Das wollte ich ja nicht. Aber das Problem hat so ziemlich jeder. So. Weil das Problem, also mit, dass du machst Gronk nach, das ist echt lange... Na gut, in letzter Zeit sehe ich nicht mehr allzu viel, aber trotzdem, es kommt immer noch mal hier und da vor. Also ständig, du hast meine Kraft drin, du machst Gronk nach, du hast das, du machst Gronk nach. Ich weiß nicht. Du hast das Mikrofon, du machst Gronk nach. Weil das war ja auch mal so, gell? Das habe ich mal irgendwo gelesen, das war bei Ungespielt oder so. Ich weiß gar nicht mehr, bei irgendeinem YouTuber, da hatte irgendwer so ein Mikrofon, da haben sie alle geschrieben, ja, du machst Gronk nach, du machst Ungespielt oder Dena oder weiß ich, wer das war. Naja, ist alles sehr nervig. Vor allem, wenn das dann immer noch kommt, nach so langer Zeit. Man sagt das ja immer, dass sie das nicht mehr schreiben sollen, aber machen es trotzdem noch. Und die Musik kommt mal wieder. Nach wie viel Stunden? Mann. Ich sollte mal wieder was trinken. Es ist wieder Zeit. Ich merke, wie mein Mund immer trockener und trockener wird. Von außen und von innen natürlich auch. Oh ne, jetzt kommen die Cave Spiders hier. Die mich zum Glück nicht vergiften, weil ich auf Easy spiele und nicht auf Normal. Daran liegt das nämlich. Was man nicht wusste. Also ich wusste schon, habe ich mich jetzt drüber gebaut? Ja.